Herzlich willkommen beim psychologischen Quartett von Sinova Psychologie. Unser Thema heute sind unsere Gäste. Und ich freue mich, hier begrüßen zu dürfen Ihre Majestät König Shepas Banza, König in Ghana und Kfz-Meister in Ludwigshafen, zusammen mit seiner Gemahlin, Ihrer Majestät Königin Gabriele Banza, Königin in Ghana. Herzlich willkommen. Als vierten begrüße ich in unserer Runde meinen Ihnen bekannten Kollegen Matthias Hese, den Sie aus früheren Sendungen als Moderator kennen und der hier mit die Sendung gestalten wird. Majestät, Sie sind Kfz-Meister in Ludwigshafen und Sie sind auch gleichzeitig König in Ghana. Und wie ich weiß aus den Voruntersuchungen, haben Sie ja Ihren Wohnsitz hier in Ludwigshafen. Wie ist das vereinbar, dass Sie als König in Ghana aktiv sind und gleichzeitig hier in Ludwigshafen? Ja, ich bin damals durch internationalen Austausch von Bonn, Bad Godesberg nach Deutschland gekommen und eine Deutsche nach Ghana, so Austausch international. Ja. Dann bin ich zu der Firma Schweizer in Limburgerhof und Landmaschinenmechaniker. Mhm. Bin in die Berufsschule gegangen, also Landmaschinen. Nach der Berufsschule 3,5 Jahre. Und bin ich Geselle geworden. Nach Geselle dann habe ich Landmaschinenmeister gemacht. Nach Landmaschinenmeister haben wir eine Kfz bekommen in die Firma. Und ich muss wieder verpflichtet, Kfz-Meister zu machen. Und ich war damals, ich bin nach Deutschland gekommen. Ich bin gelandet im Flughafen. Ich habe die Frankfurt Flughafen geschaut. Ich habe gesagt, das gibt doch gar nichts. Was für Menschen sind das? Wie kann man sowas bauen? Und habe ich gesagt, ich bin froh, dass ich in diesem Land gelandet. Ich möchte unbedingt die Viertel von diesem Volk sein. Nach meiner 3,5 Jahre Berufsjahr, Landmaschinenberufsjahr. Ich habe so viele Freunde gehabt. Ja. Damals bin ich noch Sprachkurs gegangen und dann Dienstag und Freitag dann bin ich Boxen gegangen. Ja, ich habe so viele Freunde und ja, ich habe mich gefühlt, ich habe keine Heimweh mehr gehabt. Und danach Meisterprüfung, da bin ich Landmaschinenmeister und habe ich wieder Kfz-Meister gemacht. Und mein Chef hat gesagt, ich solle da bleiben. Und 1983 habe ich eine eigene Firma gegründet in Ludwigshafen. Kfz Shepas Banza, bis heute. Und bis heute habe ich 14 deutsche Jugendliche ausgebildet in meiner Firma als Kfz-Mechaniker. Mhm. Heute arbeite ich immer noch. Ja, Majestät, das heißt also, Sie arbeiten in Ihrer eigenen Firma als Kfz-Meister, bilden dort aus und machen ansonsten den normalen Kfz-Reparaturbetrieb, nehme ich an. Ja, immer noch. Ich arbeite heute noch. Sie arbeiten heute noch. Ja. Hat sich da ein Traum verwirklicht? Was war der Anlass, überhaupt nach Deutschland zu gehen? Ich habe irgendwo aufgenommen, dass es auch Ihr Großvater Sie begeistern konnte. Ja, der Anlass war mein Großvater. Der Erste Weltkrieg 1918 war Deutschland war unsere Kolonie. Mhm. Mhm. Kolonie. Mein Königreich gehört früher zu Togo. Mhm. Und in der Zeit, wo die deutsche Kolonie war, die Deutsche haben, wir sind in ganz Afrika eine der besten Handwerker. Weil die Deutsche bei uns war. Mhm. Und die haben uns beigebracht, wie man auf eigene Füße stehen kann. Ah.
Okay, ja. Das wurde vorgelebt. Ja. Ganz genau. Mhm. Und heute noch, wenn sie zu uns kommen, als weiser Mann, wenn du Deutscher bist, du kriegst alles. Mhm. Wenn du Franzose oder Engländer, dann hast du dann Pech. Ja. Darf man daraus schließen, dass die Ghaner deutschfreundlich sind, wo sie das so geschildert ja, haben? Ja, 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 ja. 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 Mein Gebiet gehört früher zu Togo. Mhm. Ja, nach, ja. Ja, ja, 1918. Und dann sind die Engländer gekommen und haben sie geteilt. Mhm. Ja, wie gesagt, haben die auch geteilt, haben die Ghana dazu gegeben. Ja, ja. Wir können das ja mal gerne. Es ist der Ost von Ghana. Ja. Genau. Ostregion von Ghana. Also, wenn man noch mal kurz erläutern darf, bevor wir es einblenden. Ja, ja. Sie sind ja König des Volksstammes der Ewe, habe ich so richtig formuliert. Ja, ganz genau. Und das geht über Ghana hinaus, also das hat noch mit Togo und Benin auch zu tun. Ja, spiritueller König. Führer. Ja. Genau, ja. Mhm. Spiritueller König des Ewes. Ja. Ja. Ja, wir können das ja mal gerne zeigen als Einspieler. Bitte die Regie mal den Einspieler ablaufen zu lassen. Wir haben ja jetzt hier zunächst die Karte, wo Ghana liegt am Golf von Guinea. Das können wir hier deutlich erkennen. Das habe ich hier mit dem Pfeil etwas markiert. Und jetzt hier ist das Land als solches zu sehen. Und hier ist deutlich erkennbar, dass die Nachbarländer die Elfenbeinküste und Togo ist. Und wenn wir jetzt uns noch auf der nächsten Karte die Region von Ghana, von der Ewe ansehen, da kommen wir also zu dieser Karte, wo also zu sehen ist, das ist das Gebiet, das also direkt dann auch an Togo angrenzt. Ja, ganz und genau. Wo sie dann... heißt Volta-Region. Volta-Region. Aber gehört zu Ghana. Ja. Gehört zu Ghana, ja. Ich danke der Regie so viel für den Einspieler. Aber ich werfe noch mal gerade ein. Ghana war vor Jahrhunderten noch viel, viel größer und war woanders gewesen, weiter im Norden, nordwestlich, ne? Ist das richtig so, dass es ein ganz großes Reich mal gewesen ist? Hat aber nichts miteinander zu tun. Wir haben das Gebiet, was damals Ghana hieß, liegt heute in der Region von Mali. Mhm. Hat aber weder von den Menschen her, von den Stämmen her, noch politisch irgendetwas mit dem heutigen Staatsgebiet von Ghana zu tun. Das ist nur der Name, die Namensgleichheit dann nachher. Das hat mich fasziniert, wie ich mal in die Geschichte Ghanas gegangen bin. Ja. Ja, gut, Ghana ist ja eigentlich, und da komme ich zur nächsten Frage, ist ja eigentlich eine Präsidialrepublik und gehört zum britischen Commonwealth. Und die Größe ist, wie früher die Bundesrepublik, etwa 238.000 Quadratkilometer. Wir haben 26 Millionen Einwohner und es leben 7 verschiedene Ethnien in Ghana. Davon sind 14% Ewe. Habe ich das so in etwa richtig wiedergegeben? Ja. Ja, und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Sie sind ja nicht von Anfang an König gewesen, Majestät. Sie sind ja aus irgendwelchen Gründen zum König geworden. Sind Sie gewählt worden oder gibt es da eine Erbfolge? Wie ist das zu verstehen? König zu werden, es ist eine Tradition. Du musst von der Familie, Generation zu Generation. Ja, mein Opa war König. Ja, ich bin damals nach Deutschland gekommen, mein Opa war König. Und mein Vater, es ist klar, dass mein Vater nicht König werden kann, weil mein Vater Linkshänder war. Gut. Mein Vater hat 12 Frauen und viele Geschwister. Ich bin nach Deutschland gekommen und meine Assistenz gemacht. Und, ich fühle mich als Kurpfälzer und habe eine eigene Firma. Ich bin glücklich und dann ist der Opa gestorben. Und da haben sie gesagt, hier muss jemand an den Thron. Ja. Die Älteste, die trifft jeden Freitag. Und einmal einer hat gesagt, wir haben noch eine Junge in Deutschland, wo immer mit den Deutschen gekommen, haben uns immer Medikamente gebracht und Unterstützung. Und da haben sie gesagt, nein, das kommt gar nicht zum Frage. Der König muss zu Hause sein. Ja, der König darf nicht im Ausland sein. Und einmal einer hat gesagt, ja, wir haben Fax, das war Faxzeit, ja, war 1992. Wir haben seinen Bruder, er kann die Staatsvertreter. Und haben sie mich eingeladen. Da bin ich nach Ghana geflogen, haben wir drüber gesprochen, wieder zurück. Und die Krönung habe ich mit der CDF gesagt, okay, ich werde gekrönt. Und dann 32 Leute von hier
mit mir damals nach Ghana geflogen, um diese Krönung. Das Problem ist, wir, die Ewe, wir haben in dieser Erde Voodoo, spirituelle Voodoo kommt von uns. Wir kennen keinen Gott. Mhm. Die Deutschen haben uns damals die Christentum gebracht von Bremen, Bremen Missionar. Mhm. Mhm. Bremen Missionar, mhm. Epi, Protestant, mhm. Protestantisch, ja. Mhm. Und vor König zu werden, man kommt in Quarantäne. Quarantäne bedeutet eine kleine Voodoo, das ist Voodoo, seine Hütte. Ja, 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 ja. So mhm. Tempel. Mhm. Man sperrt dich ein, 8 Tage lang. Ja. Mhm. Ich habe 8 Stämme. Jeden Tag kommen die Stämme mit der Schamane, mit der Voodoo, mit der Ältesten. Ja, die kommen mit 3 Schafen. Da werden Schafe geschlachtet, 3 Quadratmeter Blut, warme Blut. Dann muss ich durch dieses Blut laufen, hin und zurück, hin und zurück, 3-mal. Also es ist eine Initialisierung sozusagen. Ja, ne? Damit mhm. der König stark wird. Mhm. Ja. Mhm. Ah so, ja. Mhm. Damit und dann, sie die Macht haben. Ganz genau, Macht haben. Ja. Damit du nichts Angst hast. Ja. Ja. König darf keine Angst haben. Mhm. Dann nimmt er die Schamane, nimmt ein Messer und schneide meinen Arm. Ja. Sehr schmerzhaft. 12 Schnitt. Schauen Sie mal, ganz ja. durch. Sehen Sie das tief, Schnitt, ja? Ja. Ganz ja, tief. Ja, ja. 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 Ganz tief. Bis heute ist der Narbe noch da. Ja. Und dann kommt die Schamane und macht Pulver herein. Mhm. Und es tut unheimlich weh. Mhm. Ja. Was ist das für ein Pulver? Wie setzt sich das zusammen? Das sind verschiedene Kräuter. Mhm. Ja. Mhm. Und dann am nächsten Tag, gleiche Zeremonie, rechts der Arm, mhm. ganz tief. Geschnitten, 12 Schnitt, mhm. tut unheimlich weh. Ja? Mhm. Und dann machen wir den Pulver hinein. Dritter Tag, meine Rücke. Oh. Mhm. Ja? Und manchmal, die Jung, wo König werden will, sagt, ich kann nichts mehr. Ja? Tut weh. Ja. Ich kann diese Zeremonie nicht bestehen. Und dann sagt er, ich mach nichts mehr, dann geht er weg. Ja? Und dann vierter Tag, meine Brust. Ja, 12 Schnitt, anständig, ja, und es tut unheimlich weh. Und dann kommen die Kräuter ja. rein, ja. Wie waren die Schlafphasen? Also Sie haben ja da auch Nächte der Schmerzen durchgemacht. War eine sehr schmerzhafte Zeit ja, insgesamt. Ja, das ist mhm. nicht einfach. Mhm. Dann am nächsten Tag dann kommen die zweite Knie. Ja. Und dann Samstag wird Geführ im Fluss, ja, hat nur Unterhose an, ja. Und dann werden schon große Kräuter gekocht, ja, und dann wird gebadet, ja, im Fluss. Und dann werden fertig gebadet und dann wird die ganze Volk benachrichtigt, dass der Junge hat die Prüfung bestanden. Mhm. Und dann ja. sind Sie offiziell König? Nein, noch nicht. Noch nicht? Ja, und dann kommen der Minister, da kommen verschiedene Ämter, ja, Regierung und das ganze Volk kommen und dann, es kann sein, dass sie sind geboren und haben sie ihren Thron, ihren Königthron noch nie gesehen. Ja? Mhm. Nur wenn er gekrönt, da kommt der Thron raus von dem Tempel. Mhm. Ja? Dieses Tempel darf niemand rein, nur Medizinmänner. Mhm. Ja? Darf niemand. Ja? Und dann kommt der Thron raus und dann sehe ich drauf. Dann kommt der Älteste, ich nehme den Thron 3-mal auf meinen Kopf, dann bin ich König. Mhm. Ja. Was ist das ja. für ein Gefühl in diesem Moment? Ist das eigentlich jetzt Befreiung oder ist es Ermüdung durch diese Zeit? Ja, was das ist eine Befreiung. Befreiung. Haben Sie das richtige Wort gesagt? Ja, okay. Ja, Moment war richtig, da bin ich, da ist endlich. Ja, ich habe die Prüfung bestanden. Ja, mhm. Genauso wie mhm. wenn man Abitur macht. Mhm. Ja, ja. Aber so wie ich war erster Ort Weinkönig Deutschland. Das war so schön. Wir haben Wein getrunken, wir haben Rum mhm. mit Wagen rum, schön mit der ja. mit der Prinzessinnen. Ja, ich war im Twittenheim. Mhm. Mhm. Ja, und das war sehr schön. Weinkönig, das braucht man nicht zu viel Ritual, das braucht diese Rituale zu machen. Ja, ja. Weniger schmerzhaft. Ist nur bei uns in ganzer Welt, König zu werden in Evelan, das ist die Schlimmste, wo es gibt. Mhm. Ja. Mhm. Ganze Welt. Ja. Wenn man diese Zeremonie nicht versteht, dann geht nichts. Geht nichts ja. Ja. Majestät,
Wie sind Sie denn Königin geworden? Also meine Zeremonie war nicht ganz so schmerzhaft. Also die Entscheidung ist gefallen, nachdem wir geheiratet haben. Das war wann? Das war im Jahr 2000. Also nach, da war er bereits... Da war mein Mann bereits König. König, genau. Mh. Er ist schon 1992 gekrönt. Ja, wir haben im Jahr 2000 geheiratet. Und danach stand eben zur Diskussion, werde ich auch Königin. Ja. Das Volk hat mich akzeptiert. Ich war vorher schon einige Male in Ghana. Und die Ältesten haben dann entschieden, okay, die Frau des Königs, wird auch unsere neue Königin. Und danach wurde ich in einer, wie gesagt, weniger schmerzhaften Zeremonie auch zur Königin gekrönt. Ja, was waren denn die Schwerpunkte dieser Zeremonie, die Sie erlebt haben? Erstmal war es auch die Einführung in die Tradition. Ja. Ich war bei einer Medizinfrau, hat auch eine bestimmte Zeremonie mit mir gemacht. Da waren wir auch alleine in dieser Hütte. Und danach, als das Ganze vorbei war, gab es ein Fest mit Tanz, mit Musik. Es ging auch anderthalb Tage lang. Und danach gab es die Krönungszeremonie. Das heißt, so wie es beim König ähnlich ist, die Königin wird gesetzt auf den Stuhl. Muss also dreimal sitzen, aufstehen, bekommt ihre Krone. Ja. Und Bestandteil dieser Zeremonie sind auch Tieropfer, die gebracht werden. Ja. Also in dem Fall waren es Ziegen und Kühe, die geschlachtet wurden. Die neue Königin musste eben auch durch dieses Blut laufen. Darf ich gerade dazwischen gehen? Noch ein bisschen zurückspulen. Ja. Lernt man eigentlich einen König kennen? Und wie ist denn auch die Akzeptanz im Lande? Er war ja schon König gewesen, Eure Majestät. Und Sie haben sich sicherlich, also das ist eine Hypothese von mir, in Deutschland kennengelernt und mussten ja irgendwann mal in Ghana Ihre Frau stehen sozusagen. Wie hat sich das ergeben? Okay, also von der Reihenfolge her, als ich meinen Mann kennengelernt habe, war er bereits König und ich wusste es auch. Und er hat ja erzählt, er hat einen Kfz-Betrieb. Und so bin ich einmal als Kundin gelandet. Also. Ja, genau. Mein Auto da war defekt. Meine bisherige Autowerkstätte hat diesen Fehler einfach nicht beheben können. Und dann hieß es, geh doch mal zu dem König. So, ja, König, ja genau, ich weiß, wo die Werkstatt ist. Und da bin ich hingegangen. Und ja, er konnte den Fehler finden. Er konnte ihn finden. Ja, genau. Das heißt, er hat also nicht nur mein Auto wieder flott bekommen. Jawohl. Ja. Und da ist genau, so haben wir uns kennengelernt. Ja. Und Sie haben nach der Akzeptanz gefragt. Ja, also ich habe es ja vorher schon erlebt, wenn ich mit ihm dann auf Partys, auf Feste gegangen ist, wo ich viele Ghanaer kennengelernt habe, hier in der Umgebung. Also jeder war sowas von freundlich und nett. Und das Gleiche habe ich natürlich erlebt, als ich dann zum ersten Mal nach Ghana gereist bin. Damals waren wir noch nicht verheiratet, als seine Freundin, als seine Verlobte. Die Leute waren sowas von nett. Aber wie ich dann später gemerkt habe, nicht, weil ich die Partnerin des Königs bin, sondern jeder Gast, jeder Europäer, jeder Weise wird so empfangen. Ah, so eine Leute, Grundhaltung. Genau. Ja. Also eine grundsätzliche Freundlichkeit. Also sehr gastfreundlich. Sehr, sehr gastfreundlich. Und von daher hat die Menschen dann auch überhaupt keine Bedenken, mich als ihre Königin zu wählen. Ja. Sie haben gemerkt, ich unterstütze den König in seinen Projekten, ich habe ein Herz für die Menschen und ein offenes Ohr. So war das überhaupt keine... Das ist ja auch wichtig, ne? Dass man eine Funktion hat in dieser Beziehung dann nachher auch. Wird ja fast erwartet, kann man davon ausgehen, dass es so gesehen wird. Ja, sicherlich, ne? Genau. Ja. Ja. Jetzt wissen wir ja, dass Sie sprachen eben von vielen Ritualen. Und es gibt ja auch Religionsgemeinschaften in Ghana. Und zwar, wenn ich also den Statistiken glauben darf, dann sind 71% der Bevölkerung von Ghana gehören verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften an, 18% gehören dem Islam an, 6% traditionelle Religionsgemeinschaften und 5% gelten als konfessionslos. Würden Sie jetzt das, was Sie auch eben geschildert haben, Majestät, würden Sie das als traditionelle Religionsgemeinschaft beschreiben? Sie haben ja auch von Vodou-Kult gesprochen und all diesen Dingen. Ja, wir sind von Bremen Missionar. Wir sind katholisch, wir sind Protestant, Zeuge Jehova.
jede Religion ist bei uns. Ist da. Ja. Mhm. Und wir sind alle fast Christen. Ja. Ja. Und ich bin damals nach Deutschland gekommen, ich war so enttäuscht. Ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und wenn ich in die Kirche komme, nur ganz wenige Leute in die Kirche. Ich war so enttäuscht. Ja. Mhm. Wir die Ghana, für uns Nummer eins ist Gott. Ja. Weil der weise Mann hat uns diesen Gott gebracht von Bremen, ja, Bremen Missionar. Und wir sind, okay, wir haben unsere Christ. Aber manche sind, wir haben nichts vergessen, wo wir herkamen. Ja. Ja, weil wir kommen von Urwald. Ja, wir sind Buschmänner. Ja, unsere Religion ist, man soll die Natur respektieren. Ja. Ja, die Wälder, die Bäume, ja, das ist unsere Religion. Ja, man soll nicht die Bäume einfach abhacken, man soll die Natur respektieren. Das ist die Voodoo. Ja. Voodoo bedeutet, man soll die Natur respektieren, so wie Grüne. Ja, Voodoo ist fast wie Grüne. Ja, Politiker, diese Grüne, man soll die Natur respektieren. Ja. Also dann lebt man in Ghana so eine Art Synkretismus, heißt das ja, so eine Vermischung von Christentum, aber man weiß auch um die Wurzeln nochmal, wo man herkommt. Also dass das Wodun oder Voodoo, wie es heißt, noch immer da ist sozusagen. Deswegen auch die Ritualisierung. Ja, wenn wir alles, unseren Glauben vergessen, dann würden wir verhungern. Mhm. Ja? Weil die Ausländer, die zu uns kommen, die machen nur die Natur kaputt. Ja, die wollen keine Geld. Keine Ausländer, die kommen zu uns, wo etwas Gutes in schwarze Afrika gebracht. Ja, die kommen über Gold, macht die ganze Berg kaputt, bringt Chemikalien, wird alles mit der Chemikalien Gold gewaschen. Ja? Ja, ja, ja. Die Bäume werden alles gefegt und dann gibt es keine Regen mehr und dann fangen wir zu verhungern. Ja. Ja? Also ist Voodoo quasi mehr Praxis. Voodoo sagt, man solle die Natur respektieren. Ja. Deswegen der Älteste, ja? Unsere Ältesten, die hängen noch an die afrikanische Tradition. Die sagt zu den Kindern, macht die Bäume nicht kaputt, du willst nur Geld. Ja? Du dürft eure Bäume nicht so jede verkaufen. Ja? 1000 Jahre Bäume und innerhalb von 2 Stunden ist er weg. Ja? Ja, ja, ja. Und dann später gibt es keine. Deswegen, wir sind Christ. Und wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Aber wenn man seine Route vergisst, dann bist du verloren. Ja. Also das ist hilfreich fürs praktische Leben sozusagen. Ja. Ja. Man ist näher eigentlich mit dem Voodoo, Ausrichtung mehr an der Natur dran. Ja. Das ist ganz richtig genau. So. Ja. Ganz genau. Das Christentum. Mein ist nur Natur. Mhm. Das Christentum in der Natur gelebt. Ja, der Christentum, der bringt uns sehr gut bei, Friede, Liebe. Deswegen ich bin Ghana. So schöne Demokratie und Liebe zueinander habe ich noch nie gefühlt wie in Ghana. Ich habe noch nie gesehen in meinem Leben. So wie man zueinander geht. Liebe. Ja. Ja. Ja, Christentum bringt Liebe zueinander. Ja, der weise Mann kommt, was der weise Mann redet. Das ist Gott, das ist ein Wort von Gott. Jeder Schwarze nimmt, was der weise Mann redet. Ja? Und man muss einander lieben. Ja. Ja? Kein Krieg. Ja? Helfen. Deswegen wir die Schwarze, ja, unsere Charakter ist ganz anders. Ja? Du musst hingehen und dann mit uns leben. Dann kannst du unsere Charakter kennen. Ja. Ah, ja. Nichts. Ich will nicht so viel weiterreden. Herr Voodoo, Majestät, ich komme noch auf einen Punkt zurück. Sie sagten ja, Sie stammen oder Sie kommen letztendlich aus dem Urwald, sagten Sie eben. Genau. Ja, wir wollen das mal den Zuschauern zeigen, wie das Gebiet sich ist. Das ist ja am Fluss, am Wasser. Hat sich da irgendetwas verändert? Wir haben jetzt hier das Gebiet der Ewe, wie wir auf der Karte sehen. Und da ist ja auch deutlich dann hier ein Wassergebiet zu erkennen. Hat sich das jetzt verändert? Hier ist das jetzt nochmal auf einer anderen Karte zu sehen, wie die Stämme dann liegen. Und das liegt am Fluss. Ist dort jetzt Wald oder ist der Wald inzwischen weg
Vielen Dank für den Einspieler. Ja, das ist eine richtige Urwahl und wieder viele Flüsse. Ja. Und die Deutschen haben eine Schule gebracht. Ja. Und die sind gegangen, alle Dörfer. Ja. Und haben sie Schule gebaut, unter Baum. Ja. Ja. Wir gehen alle Schule. Früher haben sie immer keine Schule gebaut. Wir haben nur unter Bäumen Schule gegangen. Ja. Ja. Und jedes Kind muss seine Stühle mitnehmen. Ja, Stühle mitnehmen. Und wenn es regnet, dann nimm deine Stühle und renn schnell nach Hause. Mhm. Ja. Aber wir haben wunderbar gelernt, noch besser gelernt als hier in Deutschland. Ja. Ja? Wir haben keine Bücher gehabt, ja, wir haben Tafeln gehabt und der Lehrer hat mit Kreide geschrieben. Ja. Und wie Sie sehen, wir haben so viele Flüsse. Ja. Und unsere Flüsse voll mit Krokodilen. Ja. Ja. Und unsere Vorfahren, die haben so Brücken gebaut, ganz gefährliche Brücke. Ja. Und unsere Mütter sind die fleißigste. In Ghana sind die Frauen sind die fleißigste. Ohne Frau kannst du ganze Ghana vergessen. Tatsächlich? Ja, ja. Das heißt, die Frau ist also die treibende Kraft. Verstehe ich das so richtig? Unsere Ghana-Frauen, die sind Nummer eins. Deswegen für uns, bei uns in Ghana muss erst einmal Frau, erst mal Mädchen, dann Junge. Ja. Ja, man muss immer Mädchen ist immer geboren, ja. Ja. Weil die Frau macht alles, ja. Mhm. Ja, die Frau macht alles. Deine Mutter, wir stehlen, weißt du? Du kannst nicht von Papa stehlen. Papa, der macht Kind und geht wieder fort. Ja. Ja. Ja, Papa ja, darf ja. Zwei, drei Frauen heiraten. Ja. Ja, die Frau gibt und, das Leben Mutter, weiter. Der Mutter macht alles. Ja. Ja. Deswegen für uns Mutter ist für uns alles in Ghana. Schwarzer Mann ist seine Mutter ist alles. Alles was bis im Grab kommen. Ja. Können Sie das Eure Majestät so bestätigen, dieses Frauenbild jetzt aus, sagen wir, aus deutscher Sicht, dass die Akzeptanz der Frauen im Lande sehr hoch ist? Das ist wirklich so. Man sieht es nicht unbedingt so in der Verteilung so politischer Macht, ja, dass viele oder überwiegend Frauen in den Parlamenten sitzen. Aber im Alltag. Die Frauen haben sehr, sehr, sehr viel zu sagen. Und die werden auch darin von den Männern respektiert. Mhm. Also und werden auch gefördert, was Schulbildung angeht. Man hat ja immer die Probleme generell, jetzt so in Afrika, dass nicht immer Kinder generell gefördert werden, gerade Mädchen. Das ist in Ghana besser? Das ist in Ghana besser. Was die Schulbildung angeht? Also in Ghana gibt es seit der Unabhängigkeit, vor jetzt bald 60 Jahren, ist Schulpflicht. Und in Ghana gehen die Kinder, ob Jungs oder Mädchen, zur Schule. Also die Eltern unterscheiden da nicht. Bei weiterführenden Schulen, also wenn die Schulpflicht endet, da werden die Kinder zur Schule geschickt, wie die Eltern es finanzieren können. Aber dann ist es egal, ob jetzt der Junge oder das Mädchen, das spielt da wirklich keine Rolle. Es gibt noch die Schulgeldregelung. Genau. Also in Ghana kostet die Schule Geld, Schulgeld, Uniform, Bücher, müssen die Eltern finanzieren können. Und bei kinderreichen Familien fällt es vielen eben schwer. Und da sind Sie ja sehr förderlich. Ne? Auf Ihrer Homepage haben Sie ja gezeigt, dass Sie ja auch mit Unterstützung eine Schule bauen. Das ist ganz aktuell im Moment. Ja, ich habe die längste Fußbrücke gebaut in Ghana. Ja. Ja, wir sind im Fernsehen, überall können Sie sehen. Mit Ghana. Schmidt? War das die Schmidt-Brücke oder irgendwas? Ja. Eine davon von der Schmidt-Brücke. Ja. Ja. Und der Krüminger auch. Wer ist der Namensgeber? Schmidt? Welcher Schmidt ist das? Krüminger hat auch mit Beteiligung. Ja. Weil die ganze Deutschland, ich will niemanden nennen, ja. Ganze Deutschland International Student Help von Stadt Hagen. Ja. Ich habe auch Brücke gebaut. Ja. Wir haben da. Und die Brücke ist sehr, sehr wichtig bei uns. Ja. Ja, weil unsere Mutter, die geht im Feld und die kommt immer zurück. Äquator wird ganz schnell dunkel. Ja, das kann sein, wenn er ruht auf die Brücke, dann fällt im Fluss, dann kommen die Krokodile und dann ist deine Mutter weg. Und wenn jemand seine Mutter verliert in schwarzer Afrika, dann bist du fertig. Das ist die Existenz bricht dann weg. Ja, und auch die Kinder. Mhm. Wir haben auch viele Kinder, wo in die Schule gehen. Wir haben auch viele Kinder verloren. Mhm. Ja? Ich habe auch viele Kinder verloren. Und ich habe mehrere Brücken gebaut. Ja? Ich habe mehrere Brücken gebaut. Seitdem habe ich mehrere Brücken gebaut. Aber trotzdem, das ist lang nicht für die ganze Ghana. Die ganze Ghana, wir brauchen
unheimlich kleine, kleine Brücke überall und ja. alle Dörfer. Ganz kurze Frage zu den Brücken, Eure Majestät. Was wird mit was verbunden? Warum braucht man viele Brücken, damit Städte, Stämme oder was miteinander verbunden wird? Warum ist das so wichtig? Für die Landwirte. Für die Landwirte. Ja, wir brauchen, die wichtigste Brücke ist immer für die Landwirte. Mhm. Ja. Um Felder zu bestellen, um auf die andere Seite Schule, zu kommen. Die Kinder, Schule, ja, für die Kinder ja, und die Landwirte. Hat Ghana auch Probleme mit Hochwasser? Also wenn jetzt zum Beispiel die Flüsse mehr Wasser tragen? Ja, danach genau, also Ghana hat ja auch starke Regenzeiten. Ja. Und in dieser Zeit stundenlange ganz heftige Regenfälle, da steigt das Wasser enorm. Mhm. Das hat dann auch das Problem, dass diese primitiven Brücken einfach aus Bambus oder halbierte Baumstämme, die halten eben dieses Hochwasser nicht aus. Ja. Und wir bauen dann eben feste Brücken aus Stahlbeton, die eben die eigentlich viele, viele Jahrzehnte wären. Ganz genau. Wir haben ja auch ein paar Einspieler dazu von Ihren Projekten, die Sie machen. Ich bitte die Regie, die mal jetzt einlaufen zu lassen. Und zwar, das geht ja dann hier, vielleicht können Sie ein paar Worte dazu sagen. Sie beschäftigen sich ja auch zum Beispiel wie hier mit einer Fußballgruppe. Das sind also alles soziale Projekte. Alte Fußballkleid. Ja, genau. Oder ein weiteres Projekt, das ist also hier die Brücke. Die Schmidt-Brücke. Genau. Und die ist jetzt also als Flussüberquerung, um halt eben da das Leben auch etwas zu erleichtern. Genau. Jetzt sind wir hier bei Schulen, Einrichtungen von Schulen, die Bansa-Schule, die also von Ihnen dann gebaut wurde. Ganz genau. Ja, und es geht. Die Brücke hatte auch International Student Help, hat die erste Brücke gebaut. Die hat die erste gebaut. Ja, International Student Help, Genau, also wir haben immer verschiedene Sponsoren, viele kleine Sponsoren und oft auch Hauptsponsoren, die einen Großteil der Finanzierung uns helfen. Ja. Über die Finanzierung, da werden wir noch was einblenden nachher. Die Bilder gerade, das ist Dr. Kindermann, der macht gerade die Öffnung mit der Schere, der schneidet die ab. Ja, die Banderole da durch, die Brücke wird freigegeben. Ja, der Dr. Kindermann, der schneidet gerade ab. Ja. Jetzt haben wir hier ein ganz anderes Bild mit viel Polizei. Wie kommt das? Ja, mit der viel Polizei, das ist ein großer. Ah, ich habe eine Nacht geweint. Das ist nichts einfach für mich. Wie jetzt dieser Bild, wenn ich nochmal, ich bin dabei, ich bin eingeladen worden von dem Polizeichef und dann gegangen mit meiner Frau. Und es war Mitternacht. Ich bin gegangen und habe mich geguckt an die Foyer. Man hat alle Frauen an die Foyer gekettet, sitzt an den Stuhl und ich habe der Chef Polizei gefragt, was machen die Frauen hier an die Foyer? Normal müssen sie im Gefängnis schlafen. Dann hat er zu mir gesagt, die haben nur einen Raum. Aha. Und ich stecke alle Männer, Frauen, Kinder, bei uns gehen die Kinder auch im Gefängnis, junge Mädchen und Jungs, gehen auch alles im Gefängnis. Ja. Und ich stecke alles im Gefängnis. Ja. Können Sie sich vorstellen, wenn man Männer und Frauen zusammen wird der Mund festgehalten und wird vergewaltigt. Und deswegen, am Abend, werden alle Frauen die Feuer gekettet. Es ist so grausam. Ich habe an meine Mutter gedacht. Ich habe gesagt, das kann auch eine von denen kann auch meine Mutter sein. Ja. Ich habe keine Mutter mehr, aber ich denke immer an meine Mutter. Ja. Ja. Weil und habe ich zu dem Polizeichef gesagt, okay, ich versuche mal, wenn ich nach Deutschland komme, ich versuche vielleicht kann ich ein Gefängnis bauen für Frauen. Ja. Nur für Frauen. Und das ist dann und die Mädchen, junge Mädchen und die Jungs. Mädchen, Dass das separiert wird. Separiert wird. Ja. Und ich bin nach Deutschland gekommen, Sie wissen ganz genau, diese Welt, wer lebt besser als Deutsche? Ja. Niemand. Niemand kann du besser leben wie Deutschland. Ja. 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 Gibt keine Welt, gibt nirgends, wo du besser leben kannst wie Deutschland. Ja, ja, genau. Ja. Und ich kenne meine Leute. Ich habe gefragt und eine Frau in Zwettingen, Tanja, ne? Sonja Müller. Sonja Müller hat gesagt,
Gut, er hilft mir, Gefängnis zu bauen. Ja. Und dieser Sonja Müller von Schwetzingen hat mir Geld gegeben und habe ich angefangen, Gefängnis zu bauen. Ja, das ist das, was wir hier sehen. War von einem Chef von der Polizei von Ghana, hat 5 Jeep geschickt mit dem Ingenieur. Die sollen mein Gefängnis besichtigen, ob er richtig gebaut. Sie sind gekommen, haben sie geguckt, perfekt. Ja. Was bis hier gebaut? Perfekt. Ja. Und jetzt, ja, ich brauche jetzt wieder Geld, um fertig zu bauen. Ja. Ja, weil ich möchte nicht, dass Frauen sollen allein sein. Ja. Die Mädchen sollen allein sein, ja. Die Jungen sollen allein sein. Ja. Sie sind ja auf Spenden angewiesen. Ja, ich bin auf Spenden angewiesen. Ja. Wir werden auch gleich noch Ihr Spendenkonto einblenden. Man findet das ja auch auf Ihrer Homepage, ist das ja auch dargestellt. Die werden wir auch noch einblenden. Und unsere Zuschauer möchten wir bitten, dass sie vielleicht solche Projekte unterstützen, die ja wirklich sehr humanitär sind. Oh, ich würde mich freuen. Ja. Wenn ich erzähle, dass ich baue Frauen Gefängnis, oh, alle Frauen gucken mich so an. Die kriegen Schock. Was? Ja. Du baust Frauen Gefängnis. Ach, oh, bist du gegen Frauen? Und wir haben gedacht, du bist vernünftiger Mensch, du bist gegen Frauen. Ja. Oh. Und ich habe gesagt, nein, nein, das erklärt. Und ich sage, ja. Sehr schön. Oh, sehr schön. Ja, oh, sehr schön. Gut. Und ich helfe auch mit. Ja. Ja. Ja, nur eine Person habe ich erzählt, wo, also Fort Kabir. Das ist Audi Müller. Herr Müller. Ja, Herr Müller. Also sofort kapiert. Das hat mich gewundert. Ja, ja. Wir gucken mal noch weiter ein paar Bilder eben. Mhm. Bitte noch mal einzuspielen. Und zwar hier haben wir jetzt ja auch etwas aus dem Gesundheitswesen, wo Sie auch aktiv sind. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Ja, ich habe Care-Schule. So wie Schwester? Ja, Krankenschwester, Krankenpfleger werden dort ausgebildet. Ja. Und im Rahmen ihres Studiums machen die Studenten auch Hausbesuche. Hausbesuche. Ist das sowas, was wir hier sehen? Ich meine, das sieht ja nun wirklich übel aus. Genau, das ist so ein ambulanter Service. Ja. Das heißt, die Studenten gehen zusammen mit ihren Dozenten, die Dozenten von ihrem College, in die Haushalte und besuchen alte und kranke Patienten, die eben weder finanziell die Mittel haben, noch entsprechend mobil sind, um Krankenstationen im Ort aufzusuchen. Und die Studenten besuchen dann diese Patienten und werden dann kostenlos behandelt und versorgt. Ja. Wie ist denn die Sozialstruktur? Also wir kennen ja bei uns hier, das wissen Sie, diese ganzen Sozialversicherungen. Existiert das in Ghana auch, Majestät? Also in Ghana gibt es auch eine Krankenversicherung, die aber nicht viel finanzieren kann. Mhm. Ja, es ist auch nicht jeder, es ist keine Pflichtmitgliedschaft und die Kosten sind dennoch sehr hoch. Das heißt, Patienten, die nicht so viel Geld haben, die gehen einfach nicht zum Arzt. Und dementsprechend Krankheiten, die man hier relativ schnell und kostengünstig behandeln könnte, wird halt immer schlimmer. Also wir haben jetzt gerade wieder eine Patientin, die hat Brustkrebs. Mhm. Ja, und die kommt zu uns, ob wir ihr eine finanzielle Hilfe geben können. Oder wir haben einen jungen Mann, der durch einen Arbeitsunfall beide Unterarme verloren hat. Mhm. Hier in Deutschland hätte er in einem halben Jahr schon, nachdem alles verheilt war, eine Prothese bekommen. Ja. Der hat jetzt schon seit 7 Jahren, existiert er ohne Hände. Der Mann ist ganz verzweifelt, weil er nicht als Kleinkind ohne Hände aufgewachsen ist, sondern jetzt als erwachsener Mann, der kann so gut wie nichts machen. Nee, kann ja auch nicht arbeiten. Ja, kann nichts arbeiten. Oder wir haben Patienten, die Augenerkrankungen haben. Ja. Ja, Operationen, die hier ganz schnell gemacht werden würden in Ghana, kann es nicht gemacht werden, weil die Patienten das Geld nicht haben. Darf ich gerade fragen, welche Organisationen sind da aktiv? Zum Beispiel jetzt Ärzte ohne Grenzen oder andere Organisationen, die da Stationen haben, die helfen könnten, oder? Also es sind Ärzte ohne Grenzen, die kommen auch ab und zu mal nach Ghana oder dieses Schiff. Mhm. Alle paar Jahre ist das auch in Ghana, aber das deckt natürlich nicht den alltäglichen Bedarf ab.
In Ghana ist der, ich weiß nicht ganz genau, ein Arzt auf 100.000 Patienten. Ja, Krankenschwestern gibt es ein paar mehr, aber der Verteilungsschlüssel ist sehr, sehr schlecht. Und wenn man dann bedenkt, dass die meisten Ärzte doch in den großen Städten, in den Krankenhäusern arbeiten, ist die Versorgung auf dem Land ganz schlecht. Ein Krankenhaus mit einem Arzt, ja, und ab und zu kommt ein Belegarzt, der eben in mehreren Krankenhäusern, zum Beispiel für Augenerkrankungen zuständig ist, das ist dann sehr schlecht. Deswegen, die Last der medizinischen Versorgung liegt in der Regel auf den Krankenschwestern und Krankenpflegern. Mhm. Ja. Die machen wirklich einen ganz, ganz tollen Job in Ghana. Mhm. Jetzt ist ja auch so. Und wir haben auch in der Heidelberg Uniklinik. Ja. Uniklinik, mehrere hierher gebracht von Ghana und Augen operieren. Ja, also zum Beispiel grauer Star ist ja bekannt, ist ja relativ einfach zu operieren. Das ist relativ einfach zu operieren. Genau. Das können wir sogar auch in Ghana machen lassen, wenn wir es finanzieren. Aber kompliziertere Fälle haben wir Gott sei Dank in Heidelberg durch den Professor Dr. Auffahrt, der ärztliche Direktor der Augenklinik in Heidelberg. Mhm. Der hat uns schon viele Male unterstützt und Patienten aus Ghana kostenlos behandelt. Ja. Also Operationen, die eben in Ghana zu kompliziert wären. Ja, die Patienten hier in Heidelberg. Genau, also dann haben wir die Patienten hierher geholt und ließen sie in Heidelberg operieren. Und Professor Auffahrt. Ja. Ein ganz netter Mensch. Ich habe mal, Eure Majestät, noch eine Frage zum Politischen. Sie sind ja der spirituelle Führer des Volksstammes der Ewe. Wie ist da so die Zusammenarbeit jetzt der anderen politischen Führer? John Mahama ist jetzt der Präsident von Ghana. Ja. Gibt es da Treffen diesbezüglich, dass man sich da austauscht? Oder wie geht man miteinander um? Ich habe ihm normal, wollte vorgestern nach Ghana fliegen. Ja. Ja, ich habe ihm erzählt. Ja. Aber ich habe gesagt, ich kann jetzt nichts wegen dieser Sendung. Ja. Ja. Und nächste Woche fliege ich normal heute meine Schule. 200 Mädchen bekommen heute Abschlussprüfung. Es wurde 200 Mädchen in meiner Schule bekommen Abschlussprüfung von Care, von der Krankenschwester. Mhm. Ja. Und wenn der Präsident kommt in meine Region oder jede Region in Ghana, der Präsident ist verpflichtet, zum König zu kommen und rede mit dem König. Und dann der König unterstützt ihn. Ja. Mhm. Ghana ist eine, kann man sagen, in ganz Afrika, wo die Könige arbeiten mit den Politikern zusammen. Mhm. Deswegen ist Ghana, haben wir so Frieden in Ghana. Ja. Zum Beispiel damals, der Idi Amin hat Königreich abgeschafft. Und dann die Uganda ist alles zusammengebrochen. Also die Könige haben einen ganz großen Beitrag, die Demokratie, die ja sehr gut ist in Ghana, zu stabilisieren. Zu stabilisieren und Tradition. Mhm. Ja? Mhm. Man lebt mit der Tradition. Mhm. Hier in Deutschland, man lebt auch mit der Tradition. Mhm. Sehen Sie, so wie zum Beispiel Bayern. Mhm. Ja? Die Bayern sind ganz stark, ja? Weil die Bayern, die haben ihre Tradition immer noch. Ja, weil viel ritualisiert genau. ist. Ja, ja. Genau. Ja. Mhm. So, die Bayern sind noch stark. Ja. Tradition ist sehr, sehr wichtig. Man muss die Kinder, es ist sehr, sehr wichtig, Tradition. Ja. Mhm. Wenn man eine Tradition verloren, dann ist es. Richtig, das ist das Gefühl der Sicherheit. Ja, auch genau, und, genau. Mhm. genau. Mhm. Ja. Herr Majestät, wenn Sie jetzt hier als König in Ghana von der Regierung akzeptiert werden, das heißt ja nicht, dass Sie irgendwelchen politischen Einfluss haben. Oder haben Sie politischen Einfluss innerhalb von Ghanas? Wir haben keine, König haben keine politischen Einflüsse, aber nichts außen. Mhm. Ja, nichts außen. Nicht außen, ja. Aber innen schon. Nicht außen, ja. Wenn ich sage zu meinem Volk, okay, wähl Merkel. Wenn ich sage, alle Ludwigshafen sollen Merkel wählen, dann die wählen mehr die Merkel. Oder ich sage, mein Freund Helmut Kohl, mein schwarzer Freund Helmut Kohl. Ja. Ja. Ich sage, wähl meinen schwarzen Freund Helmut Kohl, ich bin der König hier in Ludwigshafen. Und dann jeder wählt meinen schwarzen Freund Helmut Kohl. Ja. Ja. Aber ich sage nicht außen.
Ja, ja, das darf niemand nicht. Darf niemand nichts wissen. Weil Sie Helmut Kohl erwähnt haben. Sie hatten ja ein Treffen mit Helmut Kohl. Das sollen wir es doch noch mal erwähnen. Sie waren zu Hause bei ihm oder wie war das Treffen gewesen? Wir sind alle neugierig. Ja, das war der. Kann ich erzählen, da war die Wahl. Das war in einem Fernsehstudio. Das war in einer Talkrunde, wo Politiker sich vorgestellt haben und Interviewmöglichkeiten waren. Ja. Und der König hier war als Gast eingeladen und auch war eine Sendung mit dem Herrn Meissner damals, den Dr. Helmut Kohl auch zu interviewen. Ja, und da habe ich meine schwarze Freundin interviewt. Ja, und das war super. Mhm. Ich war stolz, dass ich wohne in Ludwigshafen und wir haben Kanzler. Ja, ich wohne mit dem Kanzler zusammen in Ludwigshafen. Eben. Das war für mich Nachbarschaft. Das war für mich herrlich. Ja, das kann ich euch gut vorstellen. Ich war immer ganz stolz auf Helmut. Ja. Ja, es gibt ja auch noch die offiziellen Fotos von Ihnen, die Sie auf auch Ihrer Homepage haben. Die können wir mal gerne einspielen, und zwar einmal mit Ihrer Familie. Sie haben zwei Kinder, wie wir hier sehen. Und die leben aber nicht mehr bei Ihnen in der Familie, die sind schon erwachsen. Oh ja, meine Kinder, die beiden haben die studiert. Ja. Mein Sohn war erst Rettungsassistent mit Rotem Kreuz gemacht. Mhm. Und dann hat er studiert BWL. Mhm. Und meine Tochter hat Grafikdesign studiert. Ja. Ja, meine Tochter ist selbstständig, sehr gut in Grafik. Ja. Wie der Vater, ne? Auch selbstständig? Ja, genau. Ja. Ja, war international aufschreiben. Mhm. Und sie war der Erste in der ganzen Welt, meine Tochter. Made in Germany. Mhm. War aber der Abschreibung, ja. Mhm. Und mein Sohn arbeitet bei Rote Kreuz im Büro, ja. Mhm. Vorderpfalz, Rote Kreuz im Büro. Und da frage ich gleich nach, wird das Ihr Sohn Thronfolger? Ja, es kann meine Tochter sein, es kann mein Sohn sein. Beide. Die Tochter kann es auch sein. Ja, die Tochter kann auch, wenn der Sohn sagt, ich habe keine Lust. Und wenn die Tochter sagt, er will Königin werden, okay, dann muss man der Tochter geben. Wenn er sagt, er will nicht, dann muss man eine von der Familie. Ja. Er kann nur von der Familie. Bleibt also immer in der Familie. Ja, er bleibt in der Familie. Haben Sie Hoffnung, dass es eine die Tochter oder der Sohn wird? Wie sind die Chancen? Ja, ich glaube, mein Sohn ist fast wie ich, ja, ja. Charaktermäßig. Mhm. Ja. Wo er Rettungsassistent war, jedes Haus, wo er war, jede Frau, wo er behandelt, er ruft bei der Roten Kreuz an, schick mir noch mal den schwarzen Buschelkopf. Wo gestern bei mir war. Ja, der schwarze Buschelkopf, wo gestern bei mir war, schick mir nochmal den schwarze Buschelkopf. Und es war sehr beliebt, ja, er war sehr beliebt, wo er Rettungsassistent war. Mhm. Ja. Und er kann mit den Menschen sehr gut umgehen. Mhm. Und meine Tochter auch. Meine Tochter ist ein Papakind, ja. Mhm. Ja. Die beiden, ich habe keine Bedenken. Ja. Ja, also da wäre also die Nachfolge dann auch zu erwarten. Ja. Wenn der Sohn nicht, dann macht die Tochter, das ist kein Problem. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt fällt mir noch etwas auf. Sie sind ja hier in Ihren Gewändern hier. Könnten Sie vielleicht etwas dazu sagen, welche Bedeutung jetzt von der Krone angefangen bis zu Ihrem Schmuck, den Sie tragen, welche Bedeutung die haben? Ja, dann kann man von der Krone anfangen. Das sehen Sie oben. Das kann ich Ihnen auch erklären hier. Ja. Ja. Können Sie sehen? Ja. Das ist ein Lebensbaum. Ja. Ja. Das ist ein Lebensbaum. Hier ist der König. Ja. Hier oben ist ein verhungerter Mensch. Ja. Aha. Einer von meinen Untertanen. Ja. Ja. Ich tue jetzt ihm damit etwas zum Essen. Ja. Ja. Apfel. Ente zum Essen. Ja. Ja. Mhm. Das ist meine Aufgabe. Ja. Ich soll sehen, dass mein Volk dass Sie tragen gut eben. Geht. Ja. Ja. Mhm. Aber normal ist es, alle Könige machen umgekehrt. Ja, normal, man muss den König nähren, man muss alles König bringen. Ja. Aber ich mache alles umgekehrt. Mhm. Ja, und deswegen
Oft, ich habe einen Brief bekommen, ich bin der einzige König, der alles umgekehrt macht. Ja. Ja. Das ist okay, das Gleiche. Ja. Ich hebe hoch. Ja. Mhm. Das ist das neue Design von Julian. Ja. Und das ist Krokodil. Ja. Ja. Das ist ein Voodoo-Stein. Mhm. Ist es ein Voodoo-Stein? Jetzt ist ein Voodoo-Stein. Ja. Weil oft fällt die Kinder im Fluss oder die Frauen fällt im Fluss, wenn die von Feld zurückkommen. Mhm. Ja. Und der Voodoo-Stein schützt die Mord von Krokodil. Von Krokodil. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Damit die Kinder und die Frauen nicht mehr von Krokodil. Ja. Ja. Mhm. Und das ist der Baum. Ja. Das ist der Baum. Mhm. Das sind die Blätter. Und oben ist hier, das ist die Krone. Ja. Ja. Mhm. So. Und dann, zum Beispiel hier ist eine Schildkröte. Ja. Ja. Und jetzt ist eine Mücke. Ja. Und Schildkröte hat einen Panzer. Ja. Ja. Und wenn ich sie Ornat anhat, dann bin ich geschützt. Sehen Sie, Mücke, ähnlich wie die Schildkröte. Ja, ja, die Mücke bringt jeden Mensch um. Ja. Wenn ein Moskito dich jetzt pickt, dann haben sie Malaria, dann können sie sterben. Ja. Ja, dann bin ich geschützt. Mhm. Und der König hat Neid. Ja. Mhm. Der König hat Neid, damit jemand nicht umbringen kann. Ja. Okay, hier ist ein Gewehr, hier ist ein Muschel und hier ist eine Schildkröte. Ja. Mhm. Wenn jeder Mensch so friedlich wie Muschel und Schildkröte, er werde kein Gewehr geben. Mhm. Ja. Wenn jeder Mensch so wie diese beiden, ja. Charakter wie diese beiden, heute die ganzen Probleme, wo wir haben, er werde nichts geben. Ja. Aber weil wir sind nicht vernünftig, deswegen gibt Gewehr. Ja. Ja. Ja, ja, genau, weil wir diese Gesetze einfach nicht beachten. Ja. Ja. Mhm. Man muss vernünftig sein. Was ist das für ein Material, Eure Majestät? Ist das, weil es sehr schwer aussieht? Ja, das ist alles, was ich hier trage, das ist, kommt von meiner Opa. Mhm. Ja, das habe von sehr wertvoll. Generation zu Generation bekommen. Mhm. Wird das weitergegeben? Aber weitergegeben, wenn er meine Tochter oder Sohn, da kriegt er alles, was da kriegt er. Mhm. Ja. Majestät, wie ist das mit Ihren? Sie haben ja auch die Kette um, Sie haben die Krone auf, Sie haben auch das gleiche farblich gestaltete, stofflich gestaltete Gewand an. Was hat das für eine Bedeutung? Also dieses Gewand heißt Kente. Ja. Das ist das typische ghanaische Königsgewand. Ja. Das wird in Handarbeit hergestellt auf Webstühlen, werden so schmale Bänder genäht und zusammengenäht. Und die Farben und die Formen haben in Ghana immer eine bestimmte Tradition, eine bestimmte Aussage. Mhm. Symbolcharakter. Genau, genau. Mhm. Jede Farbe, jede Form symbolisiert Stärke und Kraft und Ausdauer und Güte und Liebe. Ah, deswegen erklärt das, dass fast alle Farben vertreten sind. Das ist richtig, ne? Spiegelt alles wieder. Genau, ne? Genau. Mhm. Ja, ich habe mir Mühe gegeben mit meiner Krawatte, aber ich kann da nicht ganz mithalten. Aber sehr immerhin schön. Eine Tendenz. Sehr schön. Dankeschön. Dann tragen Sie auch eine Kette. Hat die auch einen Symbolcharakter? Genau, genau. Das ist jetzt eine Spinne. Eine Spinne. Das zeigt auch Fleiß. Mhm. Also die Spinne steht dann für Fleiß. Ja, ja. Genau. Weil sie steht frühmorgen immer nur arbeiten, von frühmorgen bis abends. An ihrem Netz arbeiten, an ihrem Haus arbeiten. Wenn alle Menschen so fleißig sind wie Spinner, würde keine Arbeit losgeben. Ja, dann hätten wir also Da sieht man, wie wichtig die Charaktermerkmale der Tiere sind, die sich dann so auf die Menschen übertragen können. Ihre Krone, die Sie tragen, ist die spezielle Königinnenkrone. Ja. Und hat die eine Symbolkraft oder ist das praktisch die Fortsetzung? Das ist die Fortsetzung des anderen Geschmeides, das Sie tragen, Majestät. Und es wird aus Gold und aus Messing hergestellt. Mhm. Ja. Ghana hat ja selbst viel Gold. Ja. Hieß ja auch bis zur Selbstständigkeit, hieß ja auch Ghana die Goldküste, Gold Coast. Ja. Ja. Mhm.
Und auch ja, gut, heute wird noch sehr viel Gold gegraben. Ja, nicht umsonst haben die Kolonialmächte sich ja dort niedergelassen und richtig, die Länder ausgebeutet bis zum geht nicht genau mehr. Ja, bis heute noch. Bis heute noch. Bis heute noch. Wir haben noch viel Gold, Diamant. Trotz der, trotz der demokratischen Strukturen partizipieren leider die Volksstämme nicht davon. Genau, ja. Das ist, Ghana bekommt natürlich seinen Anteil am Gold, aber der größte Teil oder der Profit geht natürlich zu den ausländischen Minenbesitzern. Ja, die Firmen halt eben, ja, ja, genau. Großkonzerne. Mhm. Ja. Also ich soll Friede bleiben und dann gibt es keinen Krieg. Da gibt's, ja. Soll Friede bleiben und dann gibt es keinen Krieg. Ja. Ja, und viele Länder von Deutschland. Schade, dass andere Welt die sehen nicht, was die Deutschland macht. Schade. Ja, ja. Ja, die sollen nur sehen, wie die Deutschland macht. Ja. Also bleiben alle Friede. Ja. Ja. Schade. Sie machen ja jetzt auch sehr viele soziale Projekte. Vielleicht lassen wir noch mal 2, 3 einspielen. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen und dann werden wir auch mal Ihr Spendenkonto angeben. Hier sind wir wieder in der Schule zu sehen. Genau. Das heißt, Sie legen auch großen Wert auf Bildung. Ja. Genau, genau. Yes, also die Menschen, die Bildung haben, wir wissen ja, ohne Bildung geht eigentlich nichts. Für mich Bildung ist Nummer eins. Ja. Genau. Hm? Ja. Und auch die Gesellschaft darf ja nicht zu kurz kommen. Das heißt, Sie wollen ja auch da sehen, dass die Jugend ja überwiegend da auch friedlich miteinander lebt. Ganz genau. Ja. Ja. Jetzt haben wir hier noch Frieden ein Projekt. Frieden ist immer von Erziehung, von Generation. Ja. Ja? Friede kann man nicht in keinem Land beibringen. Das ist von Charakter, ja. Ja? Von Generation her, von Tradition. Das ist eine Grundhaltung. Ja, ne? Genau. Ja, ja, ja. Ist nicht erlernbar. Ja, ja, nicht erlernbar. Ja. So, die Deutschen sind friedliche Menschen, wo es gibt überhaupt. Ja. Ja? Und Ghana, wir sind der friedliche Mensch, wo es gibt, manche Sachen sehr, manchmal schützt den Kopf. Ja. Ja, ja. Mhm. Dass manche Leute so leben kann und leben, das ist grausam. Ja. Mhm. Hier haben wir doch jetzt ein Bild. Eine Schulrohbau ist das. Das heißt, die Leute arbeiten also alle selbst. Mit einfachen Mitteln würde heute hier kein Maurer mehr arbeiten. Ja. Und hier haben wir das Bild, wo also das Schulgeld bezahlt wird. Ja, ich zahle viele Eltern die Schulgebühr, damit die Kinder nichts auf der Straße rum. Ja, oder die gehen in die Schule an den Zaun und weinen. Ja, ja. Wenn eine Pause, dann sehen sie viele Kinder, die halten sich fest an den Zaun und weinen, weil die dürfen nicht in die Schule gehen. Ja. Das ist, oh, das ist sehr grausam. Gibt es solche Patenschaften, wie zum Beispiel jetzt bei Plan International oder so, die sagen, also wo es breit gestreut wird, wir übernehmen hier Kinder einer Schule und zahlen denen das Schulgeld? Ist das also auch so? Wir haben einige Familien hier in Deutschland, die so 4, 5 Kinder haben wir, die wir durch solche Patenschaften unterstützen. Das ist natürlich toll. Damit ist das Schulgeld gesichert auch weitestgehend und damit auch die Ausbildung letztendlich. Genau. Ne? Mhm. Ja. Wir brauchen viele Eltern, wo Kinder unterstützen kann. Ja, ja, genau. Und dann bringt das Geld hin, gibt eine Familie, machen Bilder. Mhm. Ja, und dann bringen wir Bilder mit und gehen in die Schule. Die Eltern schreiben die. Und das wird vermittelt dann nachher. Ja, 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 genau. Ja, wir haben das Geld bekommen. Mhm. Ja, und dann weiß das, aha, das Geld ist angekommen. Prima, ja. Das ist wichtig, die Rückkopplung. Ne? Ja, genau, genau. Ja. Mhm. Majestäten, wir kommen zum Ende unserer Sendung und wir möchten jetzt doch noch gerne Ihr Spendenkonto angeben. Das spielt die Regie, das mal einspielen zu lassen. Auf dieses Konto können Sie projektbezogen oder auch einfach so spenden. Genau, projektbezogen oder ganz allgemein. Genau. Für Schulen oder was weiß auch nicht, immer, was an Projekten da ist. Für Gefängnis zu bauen, für Schule, für Brücke. Ja. Ja. Und alles ist auch auf Ihrer Homepage zu finden. Die blenden wir jetzt auch mal ein. Auf dieser Homepage ist auch das Spendenkonto wieder zu finden, aber auch hier Ihre Projekte, die Sie durchführen. Und die Homepage, nehme ich an, wird auch immer aktualisiert. Genau, müssen wir jetzt wieder updaten, weil wir haben wieder einige Projekte fertiggestellt oder neue Fotos, die wir jetzt noch nicht eingestellt haben. Ja, das Ganze ist immer im Fluss. Ja. Genau. Ja, ja. Majestäten, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihren Projekten, eine gute Regentschaft und ein Wohlergehen Ihres Volkes. Ganz herzlichen Dank und ich möchte mich von unseren Zuschauern auch verabschieden und wünsche Ihnen
Alles Gute und Ihnen nochmals meinen ganz besonderen Dank, dass Sie hier im Studio waren. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, herzlichen Dank. Gerne geschehen.